Und ob es heute wieder einmal Sushi sein muss, und zwar nicht zu knapp. Wir möchten Ihnen zunächst gerne Herrn Arai vorstellen, einen hochspezialisierten Fachmann der Vernichtung von Sushi und anderer Lebensmittel. Herr Arai ist einer der Champions in einer eher fragwürdigen Disziplin, die das sensationshungrige japanische Fernsehpublikum erquickt. Herr Arai bekommt reichlich Fanpost. 40 bis 50 Briefe im Monat, sagt er. Von Kindern, vor allem denen er ein Vorbild ist. In Japan hat sich die Jugend eine Nische geschaffen, in der Helden wie Herr Arai verehrt werden. Helden, die nichts weiter tun, als sich hemmungslos vollzustopfen. Hotdog-Wettessen im vergangenen Jahr in New York. Und der schmächtige Herr Arai aus Japan tritt an wie ein chancenloser Außenseiter gegen die mächtigen amerikanischen Fleischberge. Herr Arai wiegt nur 49 Kilo, misst knapp 1,70, aber er gewinnt. 25 Hotdogs in 12 Minuten. Das war sein bisher größter Tag. Und als er heimkam, war er ein Star für diese vielen Kinder, die auch nicht so recht wissen, wo der Sinn des Lebens liegt. Vielleicht liegt er ja im Fressen. Ein altes japanisches Sprichwort besagt, dass ein dünner Mann mehr essen kann. Und das stimmt genau, weiß Herr Arai. Im Körper eines fetten Menschen kann der Magen sich nicht richtig ausdehnen und seine Aufnahmefähigkeit ist begrenzt. Außerdem trainiere ich hart und arbeite ständig an meiner Technik. Längst hat sich auch die Gastronomie auf Leute wie ihn und seine Nachahmer eingestellt, zum Beispiel dieses Curry-Lokal, das mit Sonderangeboten für Vielfresser wirbt. Leute wie Herr Arai haben in Japan einen Trend, eine Subkultur geschaffen. Totale Konsumsättigung, keine Wünsche mehr offen und nur noch eine große Leere zu stopfen. Das Curryhaus bietet seinen Gästen eine Wette an. Wer eine 2 Kilo Jumbo-Portion unseres extra scharfen Curryreis in 20 Minuten verputzt, der speist gratis, heißt es hier. Herr Arai isst 2 Jumbo-Portionen in 13 Minuten. Beobachtet und skizziert von einer Comiczeichnerin, die für die nächste Ausgabe ihrer Bilderzeitschrift eine Geschichte über ihn vorbereitet. Als er von der Uni kam und einen Job als Verkäufer anfing, erzählt er, da habe er vor lauter Stress nicht mehr essen können. Um seiner besorgten Mutter einen Gefallen zu tun, stopfte er einfach Essen in sich hinein und da bemerkte er, dass er bei einer Mahlzeit bis zu 7 Kilo verputzen kann. Japans Fernsehen, ständig auf der Suche nach dem Aberwitzigen, entdeckte das Wettessen als Quotenrenner und Herr Arai wurde ein Star. Heute ist er hauptberuflich Wettesser. Mit einem vollen Terminplan und einem Manager, der Großes vorhat. Mittlerweile und dank der vielen Fernsehshows werden Wettesser in diesem Land endlich als Athleten ernst genommen. Ich plane, Herrn Arai als Schauspieler aufzubauen oder vielleicht als Autorin eines Kochbuches. Und wenn seine aktive Zeit vorbei ist, steht ihm die Karriere als Kommentator von Wettessen offen. Zuvor aber noch Galashows und Affentheater im Tierpark. Bananenwettessen gegen den Schimpansen. Herr Arai ist nicht wählerisch, wenn es um Auftritte geht. Als professioneller Wettesser muss er schließlich sehen, wo er satt wird und das Fernsehen zahlt gut. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Nicht nur die Primaten, sondern der Nachwuchs aus den Reihen des vermeintlichen Homo sapiens. Nehmen Sie nur mal Kobayashi. Der Mann hat Talent. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich meine Technik entwickelt hatte. Kobayashi hat sich alles selbst in 3 Monaten beigebracht. Ich habe in New York 25 Hotdogs reinbekommen. Kobayashi schafft 50 in nur 12 Minuten. Now fight! Food
Battle Club, The Speed! Kampf der Gladiatoren. Food Fight als Fernsehvergnügen. Traumhafte Quote. Dem Sieger winken umgerechnet 50.000 Euro. Doch Herr Arai schafft es lediglich über die Vorrunde und gewinnt nur die Milchkaffee-Qualifikation. Schon an der Sushi-Theke frisst sich der gefürchtete Kobayashi nach vorne. Er schafft 40 Fischhäppchen in 36 Sekunden und das Publikum staunt und stöhnt und feiert ihn, als habe er tatsächlich was geleistet. Aber irgendwo zwischen Curryreis und Käsekuchen, zwischen Maultaschen und Erdbeeren, bleibt auch er auf der Strecke und ein gewisser Herr Shirata gewinnt. Vom Ex-Champion Arai spricht da schon lange keiner mehr und schon gar nicht von der einen oder anderen ethischen oder medizinischen Frage, die dieses Verhalten aufwirft und das Essen wohl selten derart geschmacklos gewesen ist. Hier zählt, fast wie im richtigen Leben, nur das Durchhalten des Schnellsten und des Gierigsten. Und wieder hat ein Land, das nach nichts mehr hungert, außer Sensation, einen neuen Helden. Essen kann auch sehr gesund sein, das weiß man in Korea, dessen Feld-, Wald- und Wiesenfauna voller therapeutischer Geheimnisse steckt. Die größte Schatztruhe der koreanischen Kräutermedizin findet man in dieser Stadt, die auf den ersten Blick gar nicht so gesund aussieht. Gumsan, 2,5 Autostunden südlich von Seoul, 70.000 Einwohner. Eine dieser gesichtslosen Kleinstädte, wenig alte Bausubstanz, viel Beton und am Stadtrand die unvermeidlichen Wohnsilos. Es ist Markttag in Gumsan und der coole Musikdealer beschallt die ganze Nachbarschaft mit seinem Potpourri der neuesten Partyschlager, gerne auch als Karaoke-Version. Ein paar Schritte weiter sitzen die Marktfrauen schon seit 5 Uhr in der Früh mit ihren Tüten und ihren Säcken. Darin liegt, hier auf der Straße, das ganze Sortiment einer jahrhundertealten Heilkunst. Die Frauen, manche älter als 80, holen die Pflanzen selbst aus den Bergen ringsherum. Haben sie ein Geheimnis, wie man bis ins hohe Alter fit und beweglich bleibt? Ja, natürlich, lacht sie, immer alles ganz langsam machen. Pilze sind gut für die Nieren, Blüten senken den Blutdruck, Knollen beheben Magenschmerzen. Datteln muss essen, wer jung bleiben will, und Rinde und Holz werden ausgekocht in der Hühnersuppe und helfen bei Erkältungen. Und dem erschöpften Kind wird getrockneter Frosch verabreicht, das bringt die Lebensgeister zurück. All diese Heilmittel aber sind nur Beilage für den König der Wurzeln, den Fürsten der Rüben, den Ginseng. Das hier ist Koreas größte Ginseng-Börse. 80% der landesweiten Ernte werden auf dem Großmarkt in Gumsan umgeschlagen. Umgerechnet 200 Euro kostet eine Plastiktüte, die Händler aus dem ganzen Land kaufen hier ein. Im September, wenn die neue Ernte eingebracht wird, dann bekommt man hier kaum einen Fuß auf die Erde. Am besten und am teuersten sind die 6-jährigen Wurzeln, erklärt die Händlerin. Und besonders die, die aussehen wie ein Mensch. Hier sehen sie mit Armen und Beinen. Seit 1500 Jahren schwören asiatische Ärzte auf die Heilwirkung dieser magischen Wurzel. Sie helfe bei Bluthochdruck und Niedrigdruck und bei Übelkeit, Kopfschmerzen, Diabetes und sogar bei Krebs, sagen manche Fachleute und Forscher. Und es ist durchaus nichts Ungewöhnliches für einen modernen Mediziner, eine Ginseng-Therapie zu verordnen. Bei Magenschmerzen und bei Durchfall oder auch als Prophylaxe. Jahrhunderte von Erfahrungen mit der alten Kräuter- und Wurzelmedizin sind auch im Zeitalter der Computer nicht überholt, meint Dr. Pak.
Natürlich ist Ginseng kein Allheilmittel, aber die Forschung zu seinen Wirkungen ist noch lange nicht abgeschlossen. Grundsätzlich muss man festhalten, dass Ginseng dem Körper eine notwendige Energiebasis gibt. Man ist weniger anfällig für Krankheiten. Ich kann mich jeden Tag davon überzeugen, wie der Ginseng meinen Patienten hilft. Die örtliche Ginseng-Industrie verarbeitet die Wurzel zu Extrakt, zur Paste und zum löslichen Tee für den heimischen Markt und den Export. Es gibt Ginseng als Shampoo und als Brotaufstrich, als Fitness-Imbiss vakuumverpackt, als Erfrischungsdrink. Ginseng als Likör und als Müsli-Riegel und zahllose Läden bieten Ginseng in Flaschen als Wohnzimmerdekoration an oder auch als Halsbonbon und ein Museum haben sie ihm auch gewidmet in Kumsan. In der Versuchsküche des Landwirtschaftlichen Instituts haben die fleißigen Köchinnen schon über 100 leckere Ginseng-Rezepte ersonnen. Die Gerichte werden, darauf sind sie sehr stolz, gern bei Staatsempfängen serviert. Gumsan, sagen sie hier, ist dem Ginseng, was der Rhein dem Wein ist. Hier sei der Boden gut und das Klima perfekt und überall spannen sich die schwarzen Dächer über den Feldern, denn Ginseng gedeiht nur im Schatten und braucht viel Regen. 6 Jahre wachsen die Wurzeln, bis sie geerntet werden können und danach ist der Boden für 10 Jahre ausgelaugt, erklärt Bauer Kim. Ginseng-Anbau sei eine hohe Kunst. Doch die Koreaner sind unter Druck, denn nun pflanzen auch die Chinesen die kostbare Rübe und die Konkurrenz aus den USA verdirbt die Preise. Nur koreanischer Ginseng hat die Heilkräfte, die bis ins hohe Alter fit halten. Denn der schmeckt bitter. Und nur was bitter ist, macht gesund. Chinesischer und amerikanischer Ginseng ist viel zu süß und deswegen eigentlich nutzlos. Ginseng regiert das Dörfchen Hongto, wo Bauer Kim wohnt. Es liegt mittendrin im Anbaugebiet. Und jede Familie hier hat ein Feld oder ein Fleckchen, wo Ginseng wächst. Insgesamt leben an die 5000 Familien in dieser Gegend von der Wurzel. Korea zwischen gestern und heute. Ein typisches Dorf ist dieses Hongto. Da waschen die Frauen die Kleider im Fluss. Und da hat, wie in alter Zeit, jede Familie ihre eingelegten Vorräte hinter dem Haus eingetopft. Und die Schwiegertochter von Bauer Kim holt den Kimchi, den scharf eingelegten Chinakohl für das Abendessen, aus dem eingegrabenen Krug, so wie das schon ihre Mutter und ihre Großmutter getan haben. Und während sie das Essen auf den Tisch bringt, surft ihr halbwüchsiger Sohn im Internet und zeigt uns die Homepage des Dörfchens. Auch er will Ginsengbauer werden, vielleicht, wenn er nicht doch noch einen besseren Job in der Stadt findet. So wie die meisten jungen Leute auf dem Lande. Heile Welt gibt es nicht mehr, die traditionellen Familien zerbrechen. Die Jugend wandert ab und auf dem Land bleiben nur die Alten zurück. Das ist hier wie überall wie eine Krankheit der modernen Zeit und die kann auch der Ginseng nicht heilen. Bei der Rückreise nach Japan fiel uns wieder mal auf, dass der Weg dorthin durch ein Nadelöhr führt, nämlich Narita, den internationalen Flughafen von Tokio. Der ist zu klein, zu unpraktisch, zu weit draußen und er hatte bis vor kurzem nur eine Start- und Landebahn und jetzt hat er anderthalb. Die neue ist 2180 Meter lang, zu kurz für große Jets. Natürlich hätten sie gern eine längere Piste gebaut, aber das ging nicht, weil hier seit 30 Jahren ein Krieg geführt wird zwischen dem Airport und den Bauern, die ihr Land nicht aufgeben wollen. Die Leute denken, ich warte nur auf einen besseren Preis, empört sich Herr Ishii, aber das stimmt nicht. Mir geht's ums Prinzip, ich habe das Recht hier zu wohnen und ich lasse mich nicht vertreiben. Viele seiner Nachbarn gaben auf und zogen weg, aber die Ishiis und 6 andere Familien blieben. Typisch japanisch die Lösung der Behörden, sie bauten die neue Landebahn einfach um ihre Häuser und Felder herum und hoffen, dass der Lärm von über 400 Starts und Landungen pro Tag die Rebellen zermürben wird.
Die Maschinen fliegen in nur 40 Metern Höhe, sagt der Nachbar. Deswegen trage ich den ganzen Tag meine Ohrenstöpsel. Aber ich fürchte, langfristig wird meine Gesundheit Schaden nehmen. Am Anfang waren die Hühner noch bei jedem Start in Panik. Jetzt haben sie sich an den Krach gewöhnt, sagen die Ishiis. Sie betreiben organische Landwirtschaft, das Hühnerhaus, ein paar Felder und ein Lager für eingelegte Öko-Zwiebeln. Wegziehen kommt für sie nicht in Frage. Unser Boden wird seit 30 Jahren kultiviert, da kann man nicht einfach einpacken und woanders neu anfangen, sagt die Schwiegertochter. Immerhin, eines hat der Flughafen getan, sie haben den Familien einen schalldichten Container hingestellt, aber den benutzt keiner, sagt Frau Ishii. Was sollen wir denn da drinnen? Wir sind Bauern, wir müssen auf den Feldern arbeiten. Heißt nicht Demokratie, dass die Rechte der Minderheit gewahrt werden? Nein, Japan ist keine Demokratie. Wir sind Geächtete und wir sind machtlos, sagen die Rebellen von Narita, aber sie geben nicht auf. Japaner können sehr hartnäckig sein, wenn sie sich ungerecht behandelt sehen. Frau Ishii hat auf dem Dach in großen Lettern aufgeschrieben, dass hier unten Menschen wohnen und auch Hühner, damit die da oben wenigstens sehen, was sie denen hier unten antun. Selbst wenn Flugzeuge quer durch sein Zimmer flögen, Takuya würde sie vermutlich nicht einmal bemerken. Wenn er hochkonzentriert seiner großen Leidenschaft nachgeht, dann steht die Welt um ihn herum still. Takuya lebt in seinem eigenen Universum und da regieren die Roboter. Takuya hat kein Bad in seiner 10 Quadratmeter Wohnung und Geld fürs öffentliche Badehaus hat er auch nicht übrig. Aber er weiß sich zu helfen mit dem Kinderplanschbecken. Er ist schließlich Erfinder, Tüftler, Träumer, ein Otaku. So nennt man in Japan junge Leute, die sich von der Welt abkapseln, sich verschließen in einer Fantasiewelt mit einer fixen Idee und einem einzigen Ziel. Takuyas Ziel: Er will einen Roboter bauen, eine Kampfmaschine namens Animator. Die Manga, die Comics, die ich als 12-Jähriger las, die haben mich auf die Idee gebracht, verrät Takuya. Ich spürte, dass die Zeit der Roboter nicht in ferner Zukunft liegt, sondern eigentlich schon begonnen hat. Da habe ich 2 S-Stäbchen an einen kleinen Motor montiert und das war der erste Versuch. Und er versucht es immer noch. Heute ist er 26. Ausbildung hat er nicht, nur Leidenschaft. Eine Lehre als Comiczeichner hat er abgebrochen, die hielt ihn nur von seiner Arbeit ab. Aus Fachzeitschriften, Büchern, aus Fernsehen und Internet hat er sich seine Kenntnisse zusammengesucht. Er hat sich in die Uni eingeschlichen und an Seminaren teilgenommen und Berge von Manga hat er natürlich gelesen für neue Ideen und Inspirationen. Nachts sitzt er an Skizzen, um die Nachbarn nicht zu stören. Tagsüber verkabelt er Schaltkreise, programmiert und konstruiert. Es soll ein Polizeiroboter werden, so wie die aus den Manga, die die Menschheit retten. Man kann schon sagen, dass der Roboter mein Leben übernommen hat. Ich arbeite nur unregelmäßig und nur, damit ich mir Ersatzteile kaufen kann. Für Essen habe ich kaum Geld übrig. Meist gibt's nur Gemüse. Fleisch ist zu teuer. Geld für einen eigenen Internetanschluss hat er auch nicht. Beim Postamt kann man gratis surfen und Takuya besucht die anderen Besessenen. Er ist nicht allein mit seiner Robosucht. Im ganzen Land sitzen tausende blasse Otakus und einsame Genies Tage und Nächte lang an ihren Werkbänken und erschaffen ihre Traummaschinen. Manchmal treffen sie sich wie hier im Tokioter Zukunftsmuseum zum Kräftemessen ihrer selbstgebastelten elektronischen Gladiatoren. Ungelenke Drahtskelette, Fantasiemonstren gehen im Ring aufeinander los oder eben nicht. Dem Sieger des Turniers winken umgerechnet 10.000 Euro Prämie. Japans Industrie und die Regierung wissen, dass die Tüftler und Fanatiker gefördert werden müssen.
Sie halten den Schlüssel zu einer milliardenschweren Zukunftsbranche. Kein Glück jedoch für Takuya, sein Animator mit der Löwenmaske springt gar nicht erst an. Irgendein Schräubchen locker, irgendein Relaisdefekt, irgendein Programmierfehler. Er muss wieder los und Ersatzteile besorgen im Stadtteil Akihabara, dem elektronischen Herzen Tokios, wo es alles gibt für Video, Audio oder PC. Und es gibt sogar einen Spezialladen für die Roboterfreaks. Im Aquarium schwimmen die Roboterquallen, die sind als Bausatz erhältlich. Ebenso gibt es Schaltpläne und Module, Chips und Motoren, Drähte, Schrauben und Software und stapelweise Fachzeitschriften und Do-it-yourself-Literatur. In den letzten 2 bis 3 Jahren, sagen sie im Laden, hat der Umsatz sprunghaft zugelegt. Im Westen haben die Menschen oft Angst vor Robotern, sehen sie als Bedrohung an, weiß Fachhändler Suzuki. Bei uns aber gehören vor allem durch die Manga Roboter schon längst zum Alltag und zur Vorstellungswelt jedes Kindes. Viele Leute bei uns akzeptieren den Roboter als Partner. Längst erleben Japans Kinder ihn als Spielgefährten. Aibo zum Beispiel, den mechanischen Hund, der Befehle ausführt und Benehmen erlernt. Eines der wenigen Modelle, die schon im Handel sind. Die meisten Produkte sind noch Jahre von der Marktreife entfernt. Doch sie werden immer beweglicher und immer raffinierter. Auf ihrer alljährlichen Messe zeigen die Ingenieure von Honda, Sony und anderen, dass Japan auf dem Feld der humanoiden Roboter dem Rest der Welt längst davongelaufen ist. Auch Takuya, wie immer auf der Suche nach neuen Ideen und Fantasien, staunt über die fließenden Bewegungen der neuen Generation und fühlt sich seinem großen Traum wieder einen Schritt näher. Ich bin ganz aufgeregt. Jetzt, wo ich das hier gesehen habe, will ich so schnell wie möglich wieder nach Hause und an meinem Roboter weiterbauen. Japans Roboterindustrie, die zweistellige Wachstumszahlen schreibt, freut sich auf ein Marktpotenzial, das größer ist als das für die PCs. Irgendwann, so erwarten die Hersteller, wird jeder Haushalt einen digitalen Lebensgefährten haben. So wie Autos das 20. Jahrhundert sollen Roboter das 21. beherrschen. Als Minensucher und Schweißer, als Wachposten und als Entertainer. Und vor allem als Kranken- und Altenpfleger. Das Robbenbaby, ausgestattet mit Geräusch-, Bewegungs- und Temperatursensoren, dient der Therapie. Unser Robbenbaby bringt besonders allein lebenden älteren Menschen und Patienten im Krankenhaus Trost und Freude, erklärt der stolze Erfinder. Sie streicheln es und finden dadurch auch Kontakte zu anderen Menschen. Schöne, einsame neue Welt, wenn Maschinen den Menschen trösten. Wobei Takuya daran gar nichts Schlimmes finden kann. Sein ganzer Trost, sein ganzes Glück ist ja längst schon der Roboter. Junkos ganzes Glück, ihr ganzer Trost hingegen, ist das Shopping. Junge Frauen wie sie sind die Rettung der europäischen Nobeldesigner, von denen die meisten wohl längst pleite wären, wenn sie den japanischen Markt nicht hätten und treue Kundinnen wie eben Junko. Und das hier ist die Schultertasche von Louis Vuitton, sagt sie stolz. Die kostet umgerechnet 600 Euro. Und dann ist da noch der Rucksack von Prada, der hat 500 Euro gekostet. Fendi, Gucci und Hermes, Junko hat was übrig für teure Taschen mit europäischen Namen. Da liegen gut und gerne 5000 Euro auf dem Bett. Bewacht in ihrem puppenstubenhaften Mädchenzimmer von Snoopy, Donald und der Mickey Maus. Ein kleines Vermögen hängt auch im Kleiderschrank. Courage, Chanel und Burberry. Junko mag den Stil der 60er Jahre. Überhaupt sind Stil und Design wichtig. Und teuer sollte es schon sein.
Willkommen in Japan im 12. Jahr der Wirtschaftskrise. Arbeitslosigkeit so hoch wie nie, Firmen pleiten links und rechts, doch die Luxusausstatter aus Frankreich und Italien melden jedes Jahr neue Umsatzrekorde. Der Hunger auf Extravaganz und Status ist unersättlich. Am Sonntag auf der Ginza, der Tokioter Einkaufsmeile, wo junge Japanerinnen ihre Designertaschen spazieren führen, wie andere Leute ihre Rassepudel. Junko hat die 1000 Euro Gucci-Tasche gewählt für ihren Shopping-Ausflug mit Mutter und Bruder, dem sie was schenken will, einen Schlips, auch von Gucci. Junko, die 23-jährige Zahntechnikerin, kann sich eben was leisten, denn sie führt das Leben eines Parasiten-Singles, wie sie genannt werden, Japans verwöhnte Nesthocker. Volles Einkommen, aber kaum Ausgaben, weil sie noch bei Mami und Papi wohnen. Ich habe keine Eile, selbstständig zu werden, gesteht sie. In meiner eigenen Wohnung müsste ich ja auch die Hausarbeiten machen und dann die Miete und die Nebenkosten bezahlen. Da müsste ich mir neue Kleider, Schmuck und Taschen aber abschminken. So sieht es aus, wenn in Tokio mal wieder eine neue Nobel-Boutique eröffnet. Erkannt werden möchten hier die wenigsten, die vermutlich blau machen, um beim ersten Sturm auf die Edelwaren dabei zu sein. 10 Millionen markenversessene Singles in Japan leben bei ihren Eltern. Davon sind 70% junge Frauen wie Junko, hat der Soziologe Masahiro Yamada ermittelt und den Begriff Parasitensingle geprägt. Ihr Konsumverhalten, meint der Professor, ist mit ein Grund für Japans andauernde Wirtschaftsflaute. Die Parasiten kaufen keine Autos, Möbel und Elektrogeräte, die jeder Haushalt braucht. Stattdessen wenden sie Unsummen für importierte Luxusgüter auf, mit denen sie angeben können. Diese Artikel aber taugen nicht dazu, die japanische Wirtschaft anzukurbeln. Familie Kiriya wohnt in einem schicken Häuschen in einem Tokioter Vorort. Papa ist bei der Bank, Mama ist Hausfrau und sie möchten, dass Junko sich daheim wohlfühlt, solange sie will. Natürlich machen wir es Junko zu Hause so bequem wie möglich. Wir würden unsere Tochter niemals dazu zwingen, selbstständig zu werden. Wenn sie fortginge, wären wir sicherlich auch sehr einsam. Das ist ein Ring von Tiffany und dieser ist von Cartier und diese Uhr ist von Gucci und diese hier von Fendi. Japan im Umbruch. Früher wurde in dieser Macho-Gesellschaft die Frau, die mit 24 nicht verheiratet war, ein Weihnachtskeks genannt, vertrocknet nach dem 24. Heute aber sind Ehe und Familie zweitrangig. Heute wollen sich die jungen Frauen selbst verwirklichen. Es ist halt nur ein bisschen traurig, dass sie dazu diese Statussymbole brauchen, meint Professor Yamada. Irgendwann würden sie vermutlich schon bemerken, dass Shopping doch kein Lebensinhalt ist, aber das dürfte wohl noch eine Weile dauern. Keine der Parasiten-Single würde ihr bequemes Leben aufgeben, um einen jungen Mann mit geringem Einkommen zu heiraten, urteilt der Professor. Als Ehefrauen hätten sie ja nur noch die Haushaltskasse zu ihrer Verfügung, die kaum den Ansprüchen genügen würde. Und dazu noch die lästige Hausarbeit am Hals. Also ist es normal, dass sie so lange wie möglich unverheiratet und bei ihren Eltern bleiben wollen. Heiraten will ich noch lange nicht, bestätigt Junko. Aber wenn, dann muss mein Mann eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen. Er muss älter und reifer sein und mir viele Dinge erklären können. Und außerdem muss er wohlhabend sein. Und Verständnis müsste er schon dafür haben, dass eine Nobeltasche eben nicht ausreicht. So sieht ein japanischer Schnäppchenmarkt aus. Die begehrte Louis Vuitton-Tasche für 800 statt für 900 Euro. Die besten Kunden sind wie immer fürsorgliche Mütter und ihre anspruchsvollen Töchter.
So auch Junko mit ihrer Mama auf der Suche nach diesem Cartier-Armband, wenn es geht, unter 2000 Euro. Frau Mutter begnügt sich mit einer Hermes-Tasche für 400. Wir Japaner, sagt Junko, lieben nun mal die europäischen Designer. Und diese Liebe, da kann man sicher sein, wird aus ganzem Herzen erwidert. Diesen finsteren Herrschaften hier dürfte die europafixierte Kaufwut der jungen Generation eher ein Dorn im Auge sein. Das sind 150-prozentige Japaner, die Ujoku, die Rechtsradikalen. Politisch zum Glück ziemlich einflusslos, aber enorm laut und lästig. Und mit besten Verbindungen zur Unterwelt, zu den berüchtigten Yakuza. Bande hinter Bande, Clan um Clan kommen sie am Tempel an, einige hundert mögen es sein. Im Gefolge ihrer Anführer, eine düstere Prozession, selbstgewiss und mit der kühlen Gelassenheit derer, denen keiner was anhaben kann. So versammeln sich die Bosse von Japans ehrenwerter Gesellschaft und die Führer der Nationalisten, um den Tod von Herrn Kishi zu betrauern. Herr Kishi wurde 76 Jahre alt, bevor der Krebs ihn holte. Er war der Sohn eines mächtigen Paten und ein Wortführer der Rechtsradikalen, und so haben Unterwelt und Nationalisten einen Verlust zu beklagen. Beide sind ohnehin eng miteinander verwandt, denn beide halten sich für die wahren Gralshüter des Japanertums. Für uns ist der Tenno der Mittelpunkt Japans, und wir halten es für unsere Pflicht, dieses System und unsere Werte in Zeiten der Not zu verteidigen. Der Kaiser ist ihr Idol und ein Attentäter ist ihr Held. Die Herren in Blau gehören zu einer der größten Nationalistengruppen in Japan. Die hat landesweit 500 Mitglieder. Ichinin Isatsu, ein Mann, ein Mord, ist ihr gruseliger Wahlspruch. Getreu dem Vorbild von Sagoya Yoshiaki, der 1931 den damaligen Premierminister erschoss. Nicht nur die Trauerfeier für Herrn Kishi hat sie aus dem ganzen Land nach Tokio gebracht, sondern auch ein weiterer Einsatz gegen alles Unjapanische. Rund 700 Nationalisten unterschiedlicher Flügel haben sich versammelt. In Tokio tagt gerade der japanische Lehrerverband. Das sind alles Kommunisten, die unsere Kinder verderben, schreien sie. Und weil sie schon mal dabei sind, werden auch Stärkung der Armee und Entlassung verschiedener Politiker gefordert. Politisch haben die Rechtsradikalen in Japan wenig zu melden, aber trotzdem sind sie ständig zu sehen und vor allem zu hören. Ihre stärkste Waffe sind die dunklen Busse. Weit über 100 sind zum Anti-Lehrer-Protest in Tokio aufgefahren, patriotisch beflaggt und mit kaisertreuen Großmachtsparolen versehen, ewig gestrige mit moderner Beschallungstechnik ausgerüstet. Hier kontrollieren wir die Lautsprecher, 2x500 Watt. Je lauter wir sind, desto mehr Leute erreichen wir mit unseren Durchsagen. Das Mikrofon ist übrigens drahtlos, falls wir mal aufs Dach steigen müssen. In einem Land, wo selten jemand laut wird, wo keine Belästigung unentschuldigt bleibt, schikanieren die Kampfbusse der Rechten ganze Städte mit schmissigen Lanzerliedern und patriotischer Propaganda. Herr Horimi, der Halter dieses Busses, ist Bauunternehmer aus Shikoku. Am Lenkrad sitzt sein Buchhalter, der sich bei den Durchsagen abwechselt mit dem Malermeister. Sie brüllen Parolen vor allem gegen die Schullehrer, gegen die Gewerkschaften und gegen Kommunisten, so als stünde eine rote Machtergreifung in Japan unmittelbar bevor.
Die kommunistischen Lehrer bringen den Schülern bei, dass Krieg schlecht ist und solche Sachen, wettert Herr Holimi. Oder dass unsere Armee Gräueltaten begangen haben soll. Mit solchen Lügen darf man unsere Kinder doch nicht vergiften. Der Kurs der Krawallkarawane durch Tokio ist bekannt. Lehrerkonferenz, Zentrale der Regierungspartei, Außenministerium und überall Schimpfkanonaden und Schmähungen. Die Polizei ist aufmarschiert, um Lehrer und Bürokraten vor tätlichen Angriffen zu schützen, denn die Rechten sind nicht nur laut, auch Überfälle und sogar Morde gehen auf ihr Konto. Ihr Eifern und Geifern soll Politiker und Journalisten einschüchtern, sie wollen schlicht Angst verbreiten. Die Beamten sind machtlos, solange die Busse den Verkehrsregeln folgen. Sie messen nur die Phonstärken und wer allzu laut wird, der bekommt eine schriftliche Verwarnung. Nur hier verstummen die Lautsprecher aus Respekt. Am Yasukuni-Schrein, wo die Seelen der Kriegstoten und auch verurteilter Kriegsverbrecher verehrt werden. Es ist die wichtigste Pilgerstätte der Nationalisten, die den Heldentod oder den Selbstmord aus Gehorsam und aus Kaisertreue als die höchste japanische Tugend ansehen. Für mich ist es das Größte, mein Leben dem Kaiser und dem Vaterland zu weihen. So wie unser großer Lehrer Sagoya, der aus Protest den Premierminister tötete, obwohl ihm dafür selbst die Todesstrafe drohte. Manche finden das vielleicht sonderbar, aber diesem Beispiel möchte ich nacheifern. Das Kaiserreich, für das Japans Rechte marschieren, gibt es nur noch in ihren Köpfen. Aber die Angst und die Beklemmung, die sie verbreiten, sind sehr real. Zum Schluss doch wieder was Erfreuliches. Zurück in Korea, da gab es in diesem Jahr einiges zu feiern. Im Juni zusammen mit Japan die Fußball-WM und davor im Mai Buddhas Geburtstag. Die buddhistische Gemeinde ist vollzählig angetreten am Hafen. Unter Leitung der Mönche versammelt sind Tempelchor und Volkstanztruppe, Hausfrauenverband, Kindergarten, Pfadfinder und die Polizeikapelle. Und Mönch Bom An spricht das Gebet. Er bittet um Gesundheit für alle und aus gegebenem Anlass auch um eine friedliche und fröhliche Fußball-Weltmeisterschaft. Und im Zeichen des ballspielenden Mönches setzt sich der Festzug in Bewegung. Es ist Laternenfest und im ganzen Land wird Buddhas Geburtstag gefeiert. Es ist der 2546. Glückwunschparade mit Fabelwesen. Und vorneweg der Mönch Bom An, Gebete und rituelles Klopfen vom Beifahrersitz aus. Ihm folgen die Vertreter der vielen Klöster und Tempel in dieser Gegend und auch Buddhas Gefolgschaft aus den Reihen der Streitkräfte marschiert mit und vergisst für einen Tag, dass der Feind gleich um die Ecke liegt. Der Nordosten ist ein Ferienparadies mit schöner Küste und weißen Stränden, doch die liegen hinter Stacheldraht. Es sind nur 50 Kilometer bis zur Grenze und man fürchtet sich vor Infiltration und Invasion. Auch die Fischer sind angehalten, stets nach nordkoreanischen U-Booten und Spionageschiffen Ausschau zu halten. Doch heute sind sie froh, wenn sie auch nur den Weg nach Hause finden. Plötzlicher Nebel hüllt die Küste ein, das Meer ist tückisch in dieser Gegend. Lieber schnell zurück in den Hafen. Auch Fischer Kim musste die Arbeit abbrechen. Ja, der verdammte Nebel, deswegen konnte ich heute nicht so viel fangen. Aber was soll's, mein Leben ist mir wichtiger als etwas Geld. Verkauft wird direkt von Deck. Jeder kennt hier jeden, jeder Handgriff sitzt. Ohne jede Aufregung geht die Auktion vonstatten. Fischer Kim nimmt 100.000 Won ein, etwa 200 Euro.
Nach einer Stunde sind alle Brassen und Flundern, alle Tintenfische und Gelbschwänze verteilt. Auf dem Beton oder in Bassins, Eimern, in Schalen und Schüsseln. Denn ein Großteil des Fangs wird gleich hier am Hafen verkauft und verfüttert an die Touristen. Als vor 10 Jahren die Erträge aus dem Fischfang immer geringer wurden, beschlossen die Fischerfamilien am Kai, Restaurants zu eröffnen, erzählt Herr Kim. Ohne dieses Zubrot könnten sie heute gar nicht mehr existieren. Das Restaurant betreut seine Gattin, Frau Han. In Korea behalten Ehefrauen ihren Namen. An manchen Tagen in der Hochsaison filetiert Frau Han 18 Stunden lang Fisch und serviert ihn roh in hausgemachter Chilisauce. Das Wichtigste ist der Kontakt zu den Reiseveranstaltern. Wenn man einen Reiseführer überzeugen kann, dann kommt er immer wieder mit seiner Gruppe. Für uns sind im Moment die chinesischen Touristen die besten Kunden. Die kaufen zwar nichts Teures, aber es sind so viele. Und es kommen immer mehr, denn der Hafen mit den Fischlokalen hat fremdenverkehrstechnisch eine ideale Lage. Es sind nur wenige Kilometer in die Berge zu Koreas beliebtestem Ferienziel, dem Naturpark Soraksan. Alle 7 Minuten fährt die Gondel nach oben und wer im Sommer kommt zur Hauptsaison, der wird sich vielleicht überlegen, ob er nicht doch lieber zu Fuß nach oben steigen sollte. Die Wartezeit für die Gondel beträgt nämlich bis zu 3 Stunden. Es ist eine Landschaft wie ein Kunstwerk mit ihren bizarren Felsen, die wie Gesichter und Skulpturen aus dem Laub ragen. Nur noch ein anderer Berg beflügelt so sehr die Fantasie der Koreaner, aber der liegt auf einem anderen Planeten, jenseits der Grenze, im Norden. Fröhlich, laut und bunt drängeln sich die Wandersleute und Erholungssuchenden aneinander vorbei. Soraksan sieht in der Hauptsaison bis zu 1 Million Besucher an einem einzigen Wochenende. Unten im Tal, im Tempel Shinhung, ist Feuerwehrhauptmann Lee stinksauer, weil die Mönche ihr Gebet nicht unterbrechen wollen. Ich habe doch ausdrücklich gesagt, dass die Löschübung nur dann sinnvoll ist, wenn alle mitmachen. Trotzdem, nur einer, der wackere Bom An, hilft dem Hausmeister beim Löschen der Rauchbombe. 2-mal in seiner langen Geschichte ist der Tempel schon bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Tempel Shinhung ist kein stiller Ort der Einkehr. Wenn die Mönche ihre Ruhe haben wollen, dann ziehen sie sich zur Meditation in ein Nebengebäude zurück oder wandern betend und meditierend durch die Berge. Denn ihr Tempel ist tagsüber fest in den Händen der Reisegruppen und die haben oft nur wenig Verständnis für die Würde von Shinhung.